Ich bin ja so ein großer Freund von diesen Auswanderserien. Kennen Sie die? Mein neues Leben XXL. Sendungen, in denen Heinz und Inge aus Hanau-Bruchköbel gezeigt werden, die ohne die geringsten portugiesischen Sprachkenntnisse in Rio de Janeiro eine Apfelweinkneipe eröffnen wollen. Und dann vollkommen von den Socken sind, dass man auf einem brasilianischen Wochenmarkt keine Ahnung hat, was Handkäse mit Musik ist. Ich hätte es nie gedacht, die redet da ja ganz anders da. Allein für diesen Satz wären Heinz und Inge in der Steinzeit niedergemetzelt worden. Heute ist man humaner. Na, und Humanität ist ja tatsächlich eine typisch menschliche Eigenschaft. Deswegen heißt sie auch so. Und auch das liegt an unserem Gehirnwachstum, an unserer Gehirnentwicklung. Wenn wir geboren werden, hat unser Gehirn nur etwa 30% seiner endgültigen Größe erreicht. In dieser Phase sind wir vollkommen hilflos. In den ersten 6 Jahren wächst es auf 90% an und hat erst mit 23 Jahren seine volle Performance erreicht. Aber da sind wir schon 10 Jahre geschlechtsreif. Unser Hirn hinkt unseren Hoden 10 Jahre hinterher. Aber das ist gut so, denn diese langsame Gehirnentwicklung ist die Grundvoraussetzung für Lernfähigkeit. Krokodile zum Beispiel haben bei ihrer Geburt ein vollständig entwickeltes Gehirn. Und genau deswegen sind die doof wie ein Kastenweißbrot. Lernfähigkeit gleich null. Krokodilmütter verteidigen ihre Eier bis aufs Blut. Und in dem Moment, in dem die Jungen schlüpfen, sagen die, Futter. Die fressen ihren eigenen Nachwuchs, weil sie zu doof sind, ihn zu erkennen. Ganz anders wie Menschen. Wir peppeln unsere Kinder hoch, bringen ihnen Lesen, Schreiben, Fahrradfahren bei, finanzieren ihnen die Ausbildung, das Studium, die Hochzeit, stecken ihnen Geld zu, wenn sie ein Reihenhäuschen kaufen wollen und lassen sie schließlich wieder bei uns einziehen, weil der feine Herr Schwiegersohn seit 3 Jahren seine Sekretärin vögelt. So doof sind Krokodile eigentlich gar nicht. Man, zumindest ist ihr Leben übersichtlich. Und wir haben uns in den letzten 10.000 Jahren eine Welt geschaffen, die wir im Grunde nicht mehr verstehen. Christian, mach mal ein bisschen Licht hoch. Schauen Sie sich mal rundum. Schauen Sie mal die Menschen um sich herum an. Einfach mal, ja. In diesem Moment sehen Sie mehr Menschen als unsere Vorfahren während ihres gesamten Lebens. So viele Menschen. Und das stresst unser Steinzeitgehirn. Und nicht nur das, auch Entscheidungen stressen uns. Wir in unserer modernen Zeit müssen pro Tag rund 20.000 größere und kleinere Entscheidungen treffen. Zucker oder Süßstoff, CDU oder SPD, Scheidung oder Durchhalten, jeden Tag. Da muss man ja wahnsinnig werden. Eine Sirene ertönt, Atomkrieg oder Mittagspause, man weiß es nicht. Wenn Sie vor 150.000 Jahren als männlicher Homo sapiens auf einen fremden Artgenossen getroffen sind, da mussten Sie genau 4 Fragen beantworten. Männlich oder weiblich, wenn weiblich paarungsbereit oder nicht, wenn männlich Freund oder Feind, wenn Feind stärker oder schwächer. In nur 0,3 Sekunden mussten Sie eine klare Entscheidung treffen. Sonst gab es nichts mehr zu entscheiden. Kein Meeting, kein Coaching, keine Mediation, kein Telefonjoker. Im Grunde genommen lief vor 150.000 Jahren alles auf die einzige Alternative hinaus, vögle es oder töte es. 4 simple Fragen, eine Entscheidung. Und dann kam Starbucks. Wir sind die erste Generation, die bei einem Soja, Frappuccino, Grande, Latte, Double Shot in Freiheit, Frieden und Sicherheit von ganzem Herzen unglücklich sein kann. Denn Entscheidungen stressen uns. Unser modernes Leben stresst uns. In den USA hat neulich ein Typ mit einer Schrotflinte seinen Laptop zusammengeschossen und das Ganze auf YouTube gestellt. So eine Art Screenshot.
Ist irgendwas mit der Installation schiefgelaufen, da ist er ausgetickt. Hasta la vista, Windows Vista. Na, und man kann es verstehen. Neulich schickt mir die Telekom ein neues Handy. Drinnen finde ich einen Zettel. Ihr neues Handy funktioniert nicht. Rufen Sie uns an. Eine der Hauptfunktionen unseres Gehirns besteht in der Abwehr von unnötigen Informationen. Zumindest Informationen, die wir nicht intuitiv erfassen können. Kleines Beispiel. Welche Emotion hat dieser Mensch? Irgendein Vorschlag? Wahnsinn. Ja, genau. Wahnsinn, Wut. Ja? Innerhalb von Sekundenbruchteilen wissen wir zumindest in etwa, wie es diesem Menschen geht in diesem Moment. Und das, obwohl die menschliche Psyche hochkomplex ist. Und jetzt betrachten Sie folgendes Bild. Antwort? Schon schwieriger, oder? Denken ist wesentlich anstrengender als fühlen und vor allem wesentlich langsamer. Einen guten Freund aus 60 Metern von hinten zu erkennen, das fällt uns leicht. Ein Computer, der kann das nicht. Der hat keinen guten Freund. Dafür kann der blitzschnell 73 mit 26 multiplizieren. Ein Mensch, der das kann, hat meistens auch keinen guten Freund.